Hi Leute, was geht? Wir sind heute wieder unterwegs. Luca und ich haben uns entschieden, das geile Wetter zu nutzen und eine kleine Radtour zu machen. Und es ist auch wieder allerlei Volk unterwegs, sobald die ersten Sonnenstrahlen hier heute uns mit ihrer Wärme bescheinen und erhellen. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach Lahmspringe und holen uns da für die Hildesheimer Radwandernadel einen ersten Stempel und dann fahren wir über Irmensäul wieder zurück nach Hause. Ich denke mal, Luca, was waren wir haben? So 60 Kilometer heute? Ja, ich denke mal, so 60 Kilometer kommen wir heute. Und ja, ich habe meine Kameras eingepackt und ich schaue mal, was ich dann so von dem Footage, was ich hier unterwegs mache, dann in meinem Video verwenden werde. Tja, da bin ich schon. Wollte einfach nur mal zeigen, was für ein fantastisches Wetter wir haben. Wir sind jetzt hier oben auf der Deichkrone Richtung Großdüngen und im Hintergrund wird es dann so ein bisschen diesig, also den Harz dann hinten kann man nur leicht erahnen. Und da hat jemand einen eigenen Eisenbahnwagen. Das finde ich richtig gut. Und die Uschi spricht zu mir. Ich hätte auch gern so einen Eisenbahnwagen bei mir zu Hause stehen. Ich würde in dem wohnen. Wenn man Hildesheim Fahrrad fährt, gibt es schöne Strecken nach Hannover hoch. Aber ich für mein persönliches Empfinden mag die Strecken in Süden viel lieber, einfach weil es hier so ein bisschen hügeliger ist und man auch so in die einzelnen kleinen Flusstäler wie hier das nette Tal auch einfach schöne Blicke reinwerfen kann. Ich finde das ist landschaftlich sehr schön hier. So, jetzt haben wir hier den größten Anstieg erstmal geschafft und haben jetzt eine kleine Abfahrt runter. Einfach sehr geil. Hinten schon die Ausläufer vom Harz. Hier ist nämlich ein Punkt für die Hildesheimer Radwandernadel, den wir hier gleich schön abstempeln werden. So, jetzt lädt er das rein. Da abgestempelt. Und dann haben wir jetzt hier das Kloster. Infopunkte, Kloster Lahmspringe. Das nächste, was wir machen, ist die Irmsäule in Irmensäul. Okay. Unsere Pause bei der Familie Hasse ist vorbei und wir sind jetzt auf dem Weg zur Irmensäule und die Dämmerung sitzt schon sehr, oder andersrum, die Dämmerung ist schon sehr weit fortgeschritten und haben jetzt knapp 30 Kilometer auf der Uhr und haben jetzt nochmal 30 Kilometer vor uns und ich denke mal, dass wir dann zum frühen Abend wieder in Hildesheim ankommen. Oh, so Leute, wir sind auf dem Weg zur Irmsäule. Luca, du kannst jetzt abstempeln. Echt unwegsames Gelände. Ist auch dunkel. Aber wir fahren nicht ganz hoch. Oder wollen wir ganz hoch, Luca? Nö, okay. Ja, wir haben jetzt einen Stempel. Nachtfahrt durch Sibisse. Was ihr leider nicht sehen könnt, ist, dass ich hier auf der rechten Seite, wenn ich gleich Sibisse raus bin, einen fantastischen Mundaufgang hinter den Fernmeldeturm von Sibisse habe. Aber das ist leider, das kann die Actioncam nicht aufnehmen, dafür ist der Bildsensor zu klein. Ich habe versucht, das Ganze mal mit meinem iPhone aufzunehmen und dem Nachtmodus. Und werde das nachher mal in Adobe Lightroom ein bisschen nachbearbeiten. Das Bild hat nämlich ganz schön gerauscht und Hoffnung, dass ich das Rauschen rausbekomme und ein bisschen einen Schärfeffekt reinbekomme. Ja, ich top mich da mal aus und wenn es gut geworden ist, dann seht ihr das ja wahrscheinlich in meiner Story, wenn ich es hochgeladen habe. Wenn es nicht gut geworden ist, dann seht ihr das halt trotzdem in meiner Story, weil ich es trotzdem hochladen werde. Hier ist der Mond drauf, ja, der Mond sollte drauf sein.
Ja, und damit verabschiede ich mich ins Wochenende.